Diesen Gang hätte er sich gern erspart. Tausende Fichtenstämme. Hans Stark vom Universitätsforstamt Seilershausen der Uni Würzburg blutet das Herz. 40.000 Festmeter musste er seit 2015 fällen. Klimawandel und Borkenkäfer vernichteten die Bestände. Die Hälfte unserer Fichte hat sich in den letzten 5 Jahren verabschiedet. Und ja, man bräuchte vielleicht auch in Zukunft noch ein wenig Fichte für Bauholz und so weiter. Aber ich befürchte, dass in 10 Jahren die Fichte bei uns eine sehr seltene Baumart ist, zumindest bei uns in Franken. Doch gleich hinter den Fichtenstämmen, da wächst die Zukunft, sagen Hans Stark und der Forstklimatologe Gregor Aas. Hier steht so ein Zukunftsbaum. Vor 200 Jahren hat ihn der damalige Leiter des Forstamts pflanzen lassen. Eine Elsbeere, eine Verwandte der Eberesche. Nicht gefährdet durch Schädlinge wie Insekten oder Pilze. Im warmen Unterfranken ist sie von Natur aus heimisch und bringt stattliche Exemplare hervor. Es fasziniert mich, dass sie eine unserer seltenen heimischen Baumarten ist. Eine Baumart, die einen hohen Wert hat für den Waldbau, produziert ein ganz, ganz tolles Holz. Und was, glaube ich, jetzt mehr denn je wichtig ist, ist es als eine wärmeliebende Baumart, eine von den wenigen heimischen, denen man für die Zukunft angesichts Klimawandel eine gute Prognose stellen kann. Das Forstamt der Universität Würzburg in Seilershausen bei Haßfurt. Hier in der Gegend gibt es das größte bayerische Vorkommen von Elsbeeren. Man hat sie gezielt gepflanzt auf den warmen Muschelkalkhängen. Oder die Bäume haben sich selbst ausgesät. Im Oktober reifen die Früchte. Man kann daraus Schnaps brennen oder Marmelade kochen. Die hier aber verkauft Hans Stark an Baumschulen. Das Saatgut aus Seilershausen ist gesucht, nachdem ein Forstwissenschaftler aus Göttingen bereits vor über 40 Jahren Elsbeeren aus ganz Europa verglichen hat. Da kann man jetzt schon absehen, dass ja, einige Herkünfte besser wachsen, bessere Stammformen haben, wüchsiger sind. Und da ist unter anderem Seilershausen, Schweinfurt eine Spitzenherkunft und eine Herkunft aus Frankreich. Auch hier wachsen junge Elsbeeren aus Seilershauser Saatgut. Die jungen Bäumchen sind allerdings konkurrenzschwach. Deshalb müssen Waldarbeiter Brombeeren zurückschneiden. Nur so können auf fruchtbaren und sogar tonigen Böden makellose Exemplare heranwachsen. Zukunftsbäume nennt Hans Stark diese 30-jährigen Elsbeeren, deren Stamm jährlich bis zu 1 Zentimeter dicker wird. Alle 5 Jahre lässt er sie begutachten und vermessen und ist damit allein auf weiter Flur. Es gibt für viele Baumarten gibt sogenannte Ertragstafeln, wo man das alles untersucht hat. Nur für die Exoten in Anführungszeichen existiert sowas nicht, weil die natürlich nicht nennenswert vorkommen. Mit rund 100 Jahren sind gesunde und gerade Stämme hiebreif. 1500 solcher Bäume wachsen hier im Universitätsforst. 5, 6 solche Bäume gönnen wir uns alle Jahre. Unser Elsbeerenzuwachs im Jahr ist so 35 bis 40 Festmeter. Also da ernten wir eigentlich nur einen Bruchteil. Rund 800 Euro erhofft sich Hans Stark für diesen Stamm. Der Durchschnittserlös für Elsbeeren liegt bei über 730 Euro pro Festmeter. Super. Die helle Farbe mögen ja die meisten Käufer bei der Elsbeere. Diese Weinstube in Iphofen wurde aus Elsbeere geschreinert. Das Holz ist dekorativ und fest und verzieht sich nicht. Früher machte man Messgeräte wie etwa Lineale daraus, heute vor allem Möbel. Mich persönlich freut es unheimlich, wenn ich merke, dass der wertvolle Rohstoff irgendwo in wunderbaren Möbeln wieder längerfristig verbaut wird, dass ich Menschen daran erfreuen kann. Mindestens 200 Jahre alt ist diese Elsbeere. Auf dem Markt für Furnierholz würde der Stamm 30.000 Euro bringen. Würde. So einen Baum hast du freilich in 10 Minuten umgeschnitten, aber es gibt nicht sonderlich viele von der Güte und von der Dimension. Und die Uni Würzburg leistet sich das, diesen Baum stehen zu lassen für künftige Generationen. Ein Ersatz für die Fichte als Bauholz ist die Elsbeere nicht. Dennoch ruhen auf ihr große Hoffnungen.
Es ist eines ganz, ganz klar, dass der Wald der Zukunft weniger Nadelbäume hat und mehr Laubbäume. Und von unter den Laubbäumen spielt eben die Elsbeere für diesen Waldumbau, wie ich finde, eine große Rolle, weil an trockene Bedingungen gut angepasst. Die Elsbeere ist also auf gutem Weg, aus ihrer Exotenrolle herauszuwachsen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.